Einmal. Drei Stück sollen reichen. Einmal hier unten austauschen. So. Und dann. Hey. Und dann. Flitzen wir hier, flitzen wir da. Und dann hier einmal hoch. Und so und so. Geht das eigentlich? Komme ich da an? Jawohl, ich komme da an. So. Da. 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 Oh Mann, ey. Nein. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich glaube, es wird Zeit für mich. Ich glaube ernsthaft, es wird Zeit für mich ins Bett zu gehen. Oh, fuck. Na, es darf nicht angehen, ey. So, schwimmen gegen den Strom. Ja, Wollingen. Hier kommt dann kein Cobblestone hin. Also, noch nicht. Natürlich kommt da Cobblestone hin. Aber nicht jetzt. So, das bleibt so, wie es ist. Das bleibt nicht so, wie es ist. Das... Hä? Und ich wette, dieses kleine Stück Strömung da, das ist gleich weg, wenn ich da einen Block setze. Alter, ich kenne mich in Minecraft aus. Boah, krass. Oh Mann. So, dann hier mal mit der alten stumpfen Hacke hier mal das schon mal so weit vorbereiten. Und mit der alten Hacke hacken wir uns hier schon mal rein. So, dann ist das hier nachher alles vorbereitet und, ne? Das ist doch das, was ich eben mit Erde, weil wegen, ich möchte nichts dem Zufall überlassen, keine Spinnen spawnen und so weiter. Oh Mann. Und jetzt reiße ich es wieder raus. Auch total geil manchmal und vollkommen sinnentleert. So, habe ich jetzt noch Stones? Aber hat er es. So, dann Cobblestone hier mal rausreißen, überall da, wo nachher dann Sichtbereich ist. Also, auch wenn ich da unten gerade keinen Sinn dahinter gesehen habe und wahrscheinlich das nächste Mal weitermachen werde und irgendwie sagen werde, warum habe ich das nicht rausgenommen, warum habe ich das nicht ausgetauscht? Weil das Ding ist, ich gucke mir meine Folgen auch, das ist ja auch, oh, Eisen, das ist ja auch immer so geil, ich gucke mir vorher immer meine alten Folgen nicht an. Und stelle mir dann jedes Mal die Frage, warum hast du dir das denn wieder nicht angeguckt? Und jetzt zum Beispiel stelle ich mir die Frage, warum machst du hier weiter und nimmst, schmeißt nicht irgendeinen Dreck raus und nimmst mal dieses blöde, hier, dieses blöde Eisen mit. So, das haben wir gemacht. Und dann, das hier wird aber Weg. Also, Sichtbereich. Na, das hat man mir meiner Lehre beigebracht. Der Sichtbereich, der muss immer gereinigt sein. Ja, ich habe einen schlauen Meister gehabt. Nein, eigentlich nicht. Obwohl, doch. Und er lebt noch. Er lebt noch und er wohnt bei mir in der Nachbarschaft und er ist eigentlich ein ganz, ganz netter Typ. So, dann haben wir das hier soweit schon mal. Repeater und Co., ja, das kann man dann immer noch machen. So, Dale, das hier können wir mal gerade schon mal so weit schließen. Jetzt kommt das nicht hin. So, dann kommt da eine hin und fertig. Das hätten wir dann auch. Und dann, jo, brauchen wir das im Prinzip später nur anschließen. Ach. Später. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Platz.
Wenigstens ein bisschen Platz. Ah, das ist das Gold irgendwie. Das gefällt mir nicht so ganz. Was benötige ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt haben? Repeater wollte ich haben. Dafür brauche ich 20 Cleanstones. Und da ich 20 brauche, nehme ich 64 mit. Das ist doch ganz logisch. Weil ich brauche nicht 20, ich brauche ja mehr. Und ich brauche auch mehr Redstone-Fackeln. Und ich brauche auch mehr... ich brauche mehr von allem. Dschungelholz, normales Holz, Dacht. So. Mal den Quatsch hier. Mir fällt gerade... Ich habe vorhin 21 Repeater. Ich brauche auch 21 Repeater. Klar. So, 23. Ja, viel zu viel, aber egal. Ja, wirklich viel zu viel. Gott. Nee, stimmt gar nicht. Nee. Stimmt ja voll nicht. So, dann bauen wir hier nochmal Stiggies. So. 26 Hammer. Jetzt haben wir 40 Stück. Nee, 41 brauchen wir. 42. Also, Mathe. Ich und Mathe, also wirklich. So, dann ergibt das 21. Das sind nur 20, das macht nichts. Und dann werden wir... Jetzt habe ich auch was wieder für die nächsten Folgen. Wir sind ja auch so gerne in Höhlen, habe ich mal gehört. Na, wir werden, glaube ich, mal uns ein bisschen neuen Redstone besorgen müssen. Huch, so. So. Okay, dann haben wir 21 Repeater. 18 davon, alles klar. So, dann hier nochmal hoch. Und wenigstens die Verkabelung noch fertig machen. So, zack, zack. Mehr Stone noch. Damit komme ich ja. Damit komme ich ja nie im Leben aus. Für was ich den alten Stoni noch brauche. Huch. Hier die Tür. Dann da. Ja, genau. So habe ich das da drüben auch richtig. Okay, jetzt hole ich mir doch nochmal eine Lage. Von dem gesäuberten Stein. Cleanstone. Zack. So. Ich möchte aber bitte als erstes die 7 verbraten. Alter, nee, hier zucke ich lieber das Schwert. Ey. Ich habe gehört, hier laufen Skelette rum. Okay, dann... Ja, komm, hier. Egal jetzt. Ich würde es beim nächsten Mal wahrscheinlich doch machen. Oder ich würde mir die Aufnahme... nach dem Rendervorgang anschauen und würde sagen... Nee. So, ist schon schlimm genug, dass hier hinter mir, dass da oben der Dirt bleiben muss. Das ist schon grauenvoll. Halt, stopp, der ist falsch. Da. So... Nee, doch. Der kommt da so hin. Alles richtig, alles gut. Aber jetzt so ein bisschen nach unten gucken, dass man da nicht zufällig so einen Repeater stellt. Hier kommt dann die Brücke. Hier kommt das. Und dann muss ich jetzt mal auf die andere Seite. Genau, da bin ich 2 darüber gegangen. Alles klar. Weil rein von der Theorie her... rein von der Theorie her
sollte ich ja auf dieser Seite alles haargenauso bauen können wie auf der anderen. Bin ich da denn jetzt eben gerade nochmal einen nach hinten gegangen? Oder wie sieht das hier aus? Nein. Geradezu. Geradezu. Ach so, dann bin ich hier quasi runter. Jawohl. Hier kommt dann der Repeater hin. Hier kommt dann das, das. So, und dann müssen wir jetzt nur noch mal sehen, wie wir das jetzt zusammen verbinden. So und so nämlich. So. Da nicht. Aber da. Da. Gut, das da lasse ich erstmal offen. Für einen Moment zumindest. Aber das wird gleich geschlossen. So. Ach so, wie weit bin ich da denn reingegangen? 2 und dann zur Seite. Super, das haben wir. Na, wo bist du denn mit mir hin? So, kommt da die Plate rein. Die Plate, die Pressure Plate. Und dann machen wir, zack, da nochmal eine Fackel hin. Nice. So, dann habe ich hier jetzt Kobbel. Ein Kobbel. Und da kommen dann nur noch die Treppen und dann noch Knüppel und eine Eisentür. Und dann stimmt das soweit. Dann haben wir das Ding echt soweit fertig. So, einmal die. Eine Eisentür. Die geht so bekanntlicherweise. Und dann nochmal 2 Knöpfe. So. Dann fangen wir mal hiermit an. Da eine Treppe, da eine Treppe. Na, ob ich die Fackeln stehen lasse, weiß ich noch nicht. Okay, den, zack. Na. Ah, da ist noch ein Unterschied. Da ist aber, glaube ich, hier ist, glaube ich, alles offen, ne? Ja. So, ich wollte das halt gerne echt absolut spiegelverkehrt haben. Also, beziehungsweise gut, es geht. Jo. Dann würde ich sagen, dann haben wir die alte Melonenfarm schon mal soweit fertig. Dass wir beim nächsten Mal mal gucken können. Denke ich mal. Verdammt. Nein! Komm, raus! Ihr, jetzt! Aber, geht doch. Was ich nochmal gerade so Sekunde, hier haben wir ein LL Lichtlevel von 9, 9, 9, 12. Das können wir auch anders machen. Hier ist der 5. Wer denn das? Genau. So. Also Melonen, glaube ich. Da glaube ich falsch. Melonen brauchen einen gewissen Lichtlevel. Aber nicht so einen hohen. Wie jetzt Weizen zum Beispiel.
Na, Weizen, der braucht ja einen unglaublich hohen Lichtlevel. Ich weiß nicht mehr, wie hoch der liegt. Kann man auf jeden Fall im Minecraft-Wikipedia nachlesen. Also im Verhältnis jetzt so zu Melonen, die einen recht niedrigen Lichtlevel benötigen, war der auf jeden Fall ziemlich hoch. Ja, und ihr seht es schon, ich kann es kaum erwarten. So. Alles klar, das haben wir. Uah. Ja, diese Wand hier, also da habe ich auch mal eine Idee gehabt, die wir dann mal demnächst umsetzen werden. Weil das hat mich irgendwie diese Wand da, die turnt mich total ab. Und diese Spinne erst recht. Die geht mir ja gerade voll auf den Senkel. Ja, also, ich habe das jetzt in meiner Let's Show-Welt zum Beispiel gehabt. Das kann sein, da muss ich auch sowieso mal gucken, das habe ich irgendwie so komisch gebaut. Nee, das habe ich nicht komisch gebaut. Ah, ich erinnere mich, wie ich das gebaut habe. Das könnte man hier auch machen, aber das will ich, glaube ich, erstmal in der Kopie testen. Bevor ich jetzt hier nämlich groß anfange, Materialien zu vergeuden, denn die Materialien, die haben wir nicht so in rauen Mengen vorliegen, wie ich sie jetzt benötigen würde eigentlich. Ja. Was wollte ich jetzt noch machen? Die beiden Dinger, ganz klar. Aber erst einmal Dünger. Und dann wollen wir die alten Melonen mal alle groß machen da. So. Plöpp. Dennoch. Also es kann sein, dass manchmal diese Melonensamen oder die Melonen in die falsche Richtung wachsen. Deswegen, ja, die Idee, die ich hatte, die werde ich dann auch hier im Let's Play verwerfen. In meinem Let's Show habe ich das zum Beispiel so, dass hier denn noch so ein Dingskäfig vor ist. Irgendwie so ein, ach keine Ahnung, ein Käfig halt. Es ist sowieso ziemlich suboptimal gebaut hier. Fällt mir gerade mal so ein. Da wird einiges hier auf dem Weg landen und ach, also ein Quatsch. Egal. Sieht gut aus. Ich find's nicht schlecht. Ne? Und mit einem Blick von hier oben auf die alte Melonenfarm. Ich werde im Lager wieder starten. Ich werde nämlich das Inventar leer machen. Aber ich möchte nochmal einen Blick auf das Ganze werfen. Sage ich mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein.